Also, sehr herzlichen Dank, lieber Präsident Kreutz, meine verehrten Damen und Herren. Es freut mich sehr, mal wieder im Emsland zu sein. Und ich bin ja auch so ein bisschen halber Niedersachse. Ich habe in Niedersachsen Abitur gemacht, lange her. Aber freue mich jedenfalls, hier sein zu dürfen und ein bisschen darüber reden zu dürfen, was wir beim Club of Rome in einem Buch mit dem Titel »Wir sind dran« in etwa vierjähriger Arbeit zustande gebracht haben. Das ist in gewissem Sinne der Rahmen. Aber ich will anfangen mit dem Titel, der ja schließlich mir vorgegeben war. Und es richtet sich an die heranwachsende Generation. Für die ist natürlich das Wort Imperativ nicht das Allerangenehmste. Da denken die, das sind wieder die Alten, die uns Jungen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Glücklicherweise kann ich dann sagen, ist es heute genau umgekehrt. Die Alten waren beeindruckt, als die junge Schwedin Greta Thunberg vor 3 Jahren oder so gesagt hat, ich will nicht mehr, das geht nicht so weiter. Ihr Alten müsst euch dramatisch umstellen. Und das hat sie dann auch vor den Vereinten Nationen gesagt. How dare you? Wie wagt ihr es, einfach so weiter zu spinnen? Das heißt also, wir kommen da von der Jugend auf die große Politik. Also im Moment wird gerade in Glasgow die 26. Klimakonferenz der Konvention über die das Erhalten des Klimas im Grunde durchgeführt. Und das ist eine der wichtigsten Konferenzen. Es wird nicht wahnsinnig viel rauskommen, aber das Thema ist jetzt erstmal wieder 14 Tage lang in allen Zeitungen der Welt. Naja, es brennt überall auf der Welt, außer in der Antarktis. Und die Klimakatastrophen haben wir in den letzten Jahren an verschiedensten Stellen der Welt erlebt. So im Ahrtal in der Nähe von Bonn, ich war da öfter mal, das sah nicht so aus, als könnte das hier überschwemmt werden. Aber was letzten Endes noch viel bedrohlicher ist, ist der Anstieg des Meeresspiegels. Das wäre fürs Emsland keine angenehme Nachricht. Auf dem Bild sieht man links Italien während der letzten Eiszeit. Und dann ist das Eis über Nordeuropa im Wesentlichen ins Meer gerutscht und dann wurde Italien so groß, wie es heute ist. Aber in einer richtigen Heißzeit war Italien nur halb so groß wie heute. Jetzt stellen wir uns mal vor, was das für Norddeutschland bedeutet. Oder gar für Bangladesch. Dann ist 3/4 von Bangladesch unter Wasser. Ja? So ernst ist das. Davon redet man gerade an der deutschen Küste nicht so gerne. Ja, die globale Erwärmung nimmt gnadenlos zu. Auf diesem Bild sieht man ein bisschen etwas von der Korrelation zwischen der blauen Kurve, das ist die CO2-Konzentration, und der roten Zickzack-Kurve, das ist jahreszeitlich unterschiedlich und so, über die Temperatur. Und es gibt natürlich so Klimaleugner, die sagen, nee, das hat alles nur mit der Sonneneinstrahlung zu tun, damit ist es. Das ist die gelbe Kurve. Die hat sich in diesen letzten 40 Jahren praktisch überhaupt nicht verändert. Dagegen die CO2-Konzentration, die hat sich verändert. Also da sieht man es auf einen Blick. Aber was noch viel beängstigender ist, ist dieses Bild. Edgar Hertwig, ein Österreicher, der in Norwegen arbeitet,
ist Mitglied im International Resource Panel, welches ich eine Zeit lang geleitet habe für die Vereinten Nationen. Und der hat sich die Frage gestellt, zusammen mit seinen Mitarbeitern, ob es eigentlich so etwas wie eine Korrelation gibt zwischen CO2-Auspustungen und Beiträgen zum Bruttoinlandsprodukt, jeweils pro Kopf. Und da sieht man in den 8 relevantesten Wirtschaftsbereichen, das geht einfach stramm Hand in Hand. Die kleinen Pünktchen, das sind verschiedene Länder. Und die links unten, das sind die armen Länder und die rechts oben sind die reichen Länder. Reich heißt viel CO2 auspusten. Punkt. Das ist eine fürchterliche Nachricht. Das heißt, wenn wir sonst nichts ändern, heißt es, wir müssen arm werden, damit das Klima gerettet wird. Das will aber keiner. Deswegen gibt es auch so viele Klimaleugner, die sagen, ja, was soll denn das? Wir wollen doch nicht arm werden. Das haben sie irgendwie instinktiv begriffen, dass das gemeint ist. Es sei denn, es gelingt der Wissenschaft, der Technik, den Menschen, der Wirtschaft, eine echte Entkoppelung von CO2 pro Kopf und BIP pro Kopf herzustellen. Das ist aber ziemlich schwierig, nachdem wir 150 Jahre lang gelernt haben, dass mehr Energie mehr Wohlstand bedeutet. Und Energie war immer ganz streng an das CO2 gekoppelt. Also daraus folgt erstmal logisch, konventionelles Wirtschaftswachstum führt zur Klimakrise. So einfach, in einem Satz. Aber wir alle oder meine alle wollen Wirtschaftswachstum. Ich kenne kein einziges Land der Erde, wo nicht das Thema Wirtschaftswachstum ganz oben ansteht in den politischen Prioritäten. Wir wollen die Klimakrise vermeiden oder vermindern. Was machen wir denn dann? Ja, wir brauchen eine neue Sorte von Wirtschaft. Und auch ein bisschen mehr Bescheidenheit. Greta Thunberg ist jetzt gerade auf dem Weg nach Glasgow gewesen und sie sagt immer wieder, wir dürfen einfach nicht so weitermachen. Ich habe sie übrigens persönlich kennengelernt vor 2 Jahren, da war die erste Fridays for Future-Konferenz aller europäischen Länder, also einschließlich Weißrussland und Island, die gar nicht zur EU gehören, über Klima. Und mir haben sie die Ehre angetan, die Anfangsrede, die Leitrede zu halten. Und dann habe ich nachher etwa eine halbe Stunde mit Greta Thunberg geredet, fand sie großartig. Und dann haben wir eine kleine Pressekonferenz gehabt. Da fragte natürlich der erste Journalist, sagen Sie mal, Greta, wann ist denn Ihr großer Auftritt? Dann sagte sie, gar keiner. Ich bin hier, um zuzuhören. Sie wollte wissen, was die ungefähr 500 anwesenden Schülerinnen und Schüler aus allen Ländern ihr zu sagen haben. Und dann guckte sie auf mich und sagte, und ich höre auch der Wissenschaft gerne zu, wenn die einigermaßen vernünftig sind. Also, die Klimakrise ist ein Teil des Phänomens volle Welt, welches wir in diesem Buch schreiben. Es gab einen Chefökonomen der Weltbank, also nicht so direkt mit Greenpeace zu verwechseln, Herman Daly. Und der sagte, wir müssen unterscheiden, zunächst mal intellektuell und nachher politisch, zwischen der leeren Welt, das war früher, und der vollen Welt, das ist jetzt. Aber der eigentliche Ärger ist, die leere Welt war nachhaltig, die volle ist es nicht. Also Sie haben richtig gehört, die leere Welt war nachhaltig, die volle ist es nicht. So einfach. Die volle Welt ist nicht nachhaltig. Und wenn wir
in den Firmen der Welt ständig sagen, wir machen jetzt alle auf nachhaltig, dann lügen die wie gedruckt. Das ist alles Schwindel. Sie wollen Wachstum, 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 nichts anderes wollen sie. Die Aktionäre wollen ja auch nur das. Oder? Also gut so, wenn die heranwachsende Generation diese überraschende Wahrheit wenigstens kennt und beherzigt. Das ist aber ein ziemlich tiefer Graben. Der stärkste Motor der vollen Welt ist natürlich die wachsende Weltbevölkerung. Seit 1950. Bis 1950 war das alles noch überschaubar. Die volle Welt nennen wir jetzt das Anthropozän. Auf der linken Seite sehen Sie 12 rot gefärbte Bilder. Ganz links oben ist die Weltbevölkerung, das ist eine Wiederholung von vorhin. Und das andere sind Wachstumsdramen in 11 verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. Es ging rasant nach oben ab 1950. Das ist auf jedem Bild so ein kleiner, dünner, senkrechter Strich. Das ist das Jahr 1950. Davor war all das noch nicht da. Und dann grün, die Antwort der Natur. Und da muss man leider sagen, je höher die Kurve geht, desto schlimmer. Fängt an mit CO2. Die zunehmende Weltbevölkerung erzwang natürlich eine rasche Ausbreitung der Landwirtschaft. Das ist immer. Also Sie kennen die Rhetorik aus der Politik in jedem Jahr, in jedem Monat, in jeder Woche. Der Welthunger. Wir müssen dringend etwas tun. Das heißt, wir müssen gewaltig die Landwirtschaft ausbreiten. Die Landwirtschaft ist heute der größte Feind der Natur. Das darf man aber nicht sagen, denn die Landwirtschaft ist heilig. In allen Ländern der Welt, auch in Deutschland. Frau Klöckner war die mächtigste Ministerin. Die konnte den European New Green Deal einfach blockieren, Sachen Landwirtschaft. Weil die Landwirtschaft auch in Deutschland heilig ist. Das darf nicht so weitergehen. Deutschland ist inzwischen der drittgrößte Fleischexporteur der Welt. Man stelle sich das mal vor. Das ist unglaublich. Praktisch alles Schweine. Und hier für die Fütterung der Schweine wird das Amazonasgebiet und das Cerrado in Brasilien kaputt gemacht. Die Chinesen sind noch größere Abnehmer als wir. Was für die Landwirtschaft rational ist, zerstört die Natur. In unserem Buch haben wir vorgerechnet und Quelle angegeben, über die Berechnung des Körpergewichts der auf dem Lande lebenden Wirbeltiere. Das Ergebnis ist, unsere Schlachttiere machen 2/3, 67% des Gewichts der auf dem Lande lebenden Wirbeltiere aus. Und wir Menschen sind auch Wirbeltiere, wir machen nochmal 30% aus. Und da bleiben also für die gesamte Summe des Rests der Wildtiere, 3% übrig. Das sind sämtliche Elefanten und Giraffen und so weiter, alle mit dabei. Aber es sind nur noch so wenige. Wir rotten sie aus. In 20 Jahren gibt es das nur noch im Zoo. Wenn überhaupt. Ja, mehr Menschen, mehr Konsum, mehr Ausrottung. Das ist wieder der Knick von 1950. Klimakrise und Biodiversitätskrise erfordern technologische und politische Heldentaten und nichts weniger als eine neue Aufklärung. Das ist ein ziemlich großes Wort. Eine politische Heldentat hat Ursula von der Leyen gemacht. Ihre erste politische Handlung war es, als EU-Präsidentin war, eben das Ausrufen des Green New Deal for Europe. Und mir sagen meine Brüsseler Freunde, die war tief beeindruckt von Greta Thunberg. Sie sagte, so darf es nicht weitergehen. Noch nie hat ein
frisch gewählter EU-Kommissionspräsident, irgendetwas ähnlich Mutiges gemacht? Im Übrigen ist Europa der einzige Kontinent, der wenigstens das Thema ernst nimmt. Das Bild ist vom Guardian. Und schwarz sind die Länder, die in Paris überhaupt nichts versprochen haben. Rot sind die Länder, die lächerlich wenig versprochen haben. Gelb sind die Länder, die so tun, als hätten sie was getan. Aber zum Beispiel Brasilien, das ist eine reine freche Lüge. Die haben überhaupt nichts getan, die machen es immer noch schlimmer. Dann teilweise in Ordnung, das ist, wenn ich das recht sehe, Kasachstan oder so. Aber das ist natürlich auch eine Lüge. Das ist ein reiner Fossilexportland. Blau sind die Länder, die wenigstens das Richtige versprochen haben. Es hapert noch ein bisschen mit der Erfüllung. Aber geschimpft wird in Deutschland immer nur auf Europa. Ja? Ich bitte darum, dass die junge Generation sieht, dass Europa in den wirklich wichtigen Dingen im Moment der große Vorreiter ist. Wir haben allerdings auch jeden historischen Grund, da einiges umzukippen von früher. Die Aufklärung war auch die Rechtfertigungslehre für Kolonialismus, also alles andere als heilig. Wir waren natürlich sehr glücklich, dass es dann dieses Klimaabkommen von Paris gegeben hat und jetzt in Glasgow. Aber wie haben denn die Politik und die Wirtschaft reagiert? Das steht hier. Tja, wir sollten uns mehr ums Klima kümmern. Ihr habt ja völlig recht. Aber macht euch nichts vor. Das wird wahnsinnig teuer. Das ist doch die ganze Klimadiskussion. Haben wir eigentlich genug Geld, um Klimaschutz zu machen? Was anderes höre ich im politischen Raum fast gar nicht. Also brauchen wir jetzt erstmal viel mehr Wachstum. Das ist die normale Reaktion in allen Ländern der Welt, einschließlich der vorhin blau gemalten. Wir brauchen mehr Wachstum. Ist das die richtige Antwort? Ja, das Bild habe ich euch ja vorher schon gezeigt. Das ist die falsche Antwort. Wir sind also einigermaßen gute Diagnoseärzte. Die globale Erwärmung ist eine gefährliche Krankheit, aber wir sind komplette Versager als Therapieärzte. Wir schlagen systematisch Therapien vor, die die Krankheit noch schlimmer machen. Würdet ihr zu so einem Arzt gehen? Ich hoffe nicht. Naja, die Wahrheit ist eben unbequem. Das habe ich ja vorhin gesagt, mit den 150 Jahren Wohlstandserzeugung durch CO2 rauspusten. Ich habe in Kalifornien gearbeitet, in den Jahren 2006 bis 2008, und da war Al Gore gerade rausgekommen mit seinem wunderbaren Buch An Inconvenient Truth, eine unpraktische, unangenehme Wahrheit. Und dann hat er auch einen Film daraus gemacht, den habe ich dort auch angeguckt. Und dann hat ein Karikaturist in Kalifornien dieses Bild gemalt. Da gibt es ein Kino, da wird An Inconvenient Truth angeboten und daneben A Reassuring Lie. Bequeme Lüge. Und wo geht das Volk hin? Ausnahmslos in a reassuring lie. Das ist das Problem. Es ist natürlich sehr viel bequemer, ständig die Politiker anzugreifen oder die Firmenbosse oder so etwas. Aber das Volk bestimmt, wer nachher regiert. Ja? Und das Volk, jedenfalls in Amerika, aber vielfach auch in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland, geht eben lieber auf Lügen. Filme. Also im Club of Rome haben wir eben das vorhin aufgezeigte Buch geschrieben. Eben 40 Leute haben dazu beigetragen. Ich war bloß der Chefredakteur, ich musste ständig kürzen. Und da sagen wir brauchen eine neue Aufklärung. Also ich sage das mal auf Englisch. Das Buch hat drei Teile. Der erste Teil heißt, Buch hat den Titel Come On. Und Come On hat auf Englisch zwei vollkommen verschiedene Bedeutungen. Der Teil 1 heißt Come On. Don't tell me the current trends are sustainable. They are not. Und Teil 2 heißt Come On. Don't stick to outdated philosophies.
Und der dritte Teil heißt, come on, join us on an exciting journey towards a sustainable world. Also mitten im Buch der große Schnitt und jetzt wird gemacht. Aber eben der zweite Teil ist unentbehrlich. Wir müssen aufhören, falsch zu denken. Sonst kriegen wir das politisch alles nicht hin. So, ein Heldentag ist natürlich der Heldentat ist der Kohleausstieg. Schön, ja, findet in Europa statt. Aber außerhalb Europas? Eigentlich überhaupt nicht. Während wir hier sitzen, werden 500 neue Kohlekraftwerke von großen Dimensionen geplant oder gerade schon gebaut. Das heißt also, eine Klimapolitik, die nur die Industrieländer anschwärzt, ist keine Klimapolitik. Da werden die Kohlekraftwerke im Moment abgebaut. Und dort, wo sie aufgebaut werden, die sagen immer fein raus, ja, ihr habt ja den ganzen Schmarrn angestellt. Geht doch uns nichts an, außer Bangladesch und die pazifischen Inseln und komischerweise auch noch Costa Rica. Das sind diejenigen Entwicklungsländer, die richtig mitmachen bei der Klimapolitik, jetzt auch in Glasgow. Nach meiner Meinung ist das Einzige, was das Weltklima noch einigermaßen retten kann, der sogenannte Budgetansatz, den der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen der Kanzlerin, Frau Dr. Merkel, im Jahr 2009 überreicht hat, als sie sich auf den Weg machte nach Kopenhagen zur damaligen Klimakonferenz. Und der Budgetansatz geht so: Alle Länder der Welt bekommen ein pro Kopf gleich großes Anrecht auf Verschmutzung der Atmosphäre. Aber die alten Industrieländer, hier mit roter Linie gezeichnet, haben ihr Budget im Wesentlichen schon verfrühstückt. Und die Entwicklungsländer, grün gezeichnet hier, die haben noch eine ganze Menge übrig. Also, wenn wir noch die letzten Kohlekraftwerke weiterfahren wollen und mit Verbrennerautos rumfahren, müssten wir jetzt in die Entwicklungsländer pilgern und sagen, wir hätten gerne noch ein paar Lizenzen. Und wenn wir das hinkriegen, dann würde der indische Wirtschaftsminister, das ist der aggressivste Auftraggeber für neue Kohlekraftwerke auf der Welt, plötzlich umdrehen und sagen, ich bin ein Idiot. Kein neues Kohlekraftwerk. Ist doch viel rentabler für Indien, wenn wir den Übergang zu erneuerbaren Energien, wir haben eine ganze Menge Sonnenenergie und auch Wasserkraft und Wind und so weiter, das zu forcieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Und dadurch werden lauter Lizenzen frei, die wir für sehr viel Geld an die verrückten Europäer verkaufen können. Ja? Aber Premierminister Modi hat vor zwei Tagen in Glasgow verkündet, ja, bis zum Jahr 2070 werden wir dann auch klimaneutral. Also wenn der so lange wartet, dann ist es aus mit Klimaschutz. Dann kommt also der Meeresspiegel über Emden. Ich halte von dem Modi überhaupt nichts. Er ist ein Räuber. Auch die Art, wie er Religionen behandelt. Fürchterlicher Kerl. Wenn wir die politische Heldentat des Budgetansatzes hinkriegen, dann sind wir alle, Nord und Süd, zu lauter technischen Heldentaten verurteilt, gezwungen. Also zum Beispiel Solarenergie. Und wir brauchen auch, das darf man deutschen Journalisten nicht sagen, klimaneutrale Verbrennerautos. Das werde ich gleich noch erläutern. Energieeffizienz verfünffachen. Wartung und Reparatur statt wegwerfen. Und dann die Infrastruktur so korrigieren, dass man mit hohem Komfort
in Sachen Mobilität, in Sachen Bildung, in Sachen Produktion und was es so alles gibt, die richtigen Infrastrukturen hat. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt, da kann man 20 verschiedene Sachen erzählen. Also, Photovoltaikpreise. Ich war Mitglied im Deutschen Bundestag für die SPD und eines Tages kam mein Freund Hermann Scheer zu mir und sagte, er hätte jetzt den Entwurf für das Erneuerbare Energiengesetz gemacht und hätte es pflichtgemäß dem zuständigen Ministerium vorgeschlagen, dass die das als Kabinettsvorlage einbringen. Aber die wollen das nicht. Was machen wir jetzt? Habe ich mit ihm 5 Minuten palabert und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir zu zweit zum Fraktionsvorsitzenden, der hieß damals Peter Struck, der kam aus Niedersachsen, und sagten ihm, wir als Abgeordnete wünschen in einer Fraktionssitzung einen Tagesordnungspunkt Erneuerbare Energiengesetz und eine Abstimmung darüber. Der Mann, der war sehr gut informiert, der wusste ganz genau, was der Wirtschaftsminister dazu denkt, er wusste ganz genau, was der Kanzler, auch in Niedersachsen, Schröder, dazu denkt. Er wusste auch, dass das Volk es nicht unbedingt richtig findet, wenn man eine kostendeckende Vergütung für das Einspeisen von Photovoltaik oder Wind in das öffentliche Netz macht. Und eine Kilowattstunde Photovoltaik kostete damals 1 Euro. Und da hat sich Wirtschaftsminister Müller sofort überlegt, also wenn wir jetzt also milliardenfach solche Kilowattstunden produzieren, dann werden wir um die entsprechenden Milliarden ärmer. Und das kann er als Wirtschaftsminister nicht verteidigen. Also man kann ihn verstehen. Aber Struck sagte, jetzt kommen 2 Abgeordnete unserer Fraktion zu mir mit dem Wunsch nach einem heiklen Tagesordnungspunkt, dann mache ich das. 3 Wochen später oder so kam der Tagesordnungspunkt dran und dann hat Hermann Scheer eine glanzvolle Rede gehalten, hat insbesondere auch betont, dass wenn man die kostendeckende Vergütung macht, dann wird es immer lukrativer für alle und dann wird es auf einmal viel billiger. Und genau das ist auf diesem Bild hier mitgezeigt. Inzwischen kostet eine Kilowattstunde Solar in den sonnenbegünstigten Ländern nur noch 1 Euro Cent. Also 1/100 von dem, was damals, als Hermann Scheer den Gesetzentwurf gemacht hat, eine fantastische Leistung. Da sind übrigens auch die Chinesen mitbeteiligt, und zwar kräftig. Das bringt mich zu dem Großthema Auto. Elektroautos gelten in Deutschland als das Allheilmittel. So denkt Wolfsburg. So denkt auch Sindelfingen oder München. Ist aber falsch. Denn weltweit laufen im Moment mehr als 1 Milliarde Verbrennerauto-PKWs. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wie viele von den Eigentümern bereit wären, ihren Verbrenner zu verschrotten und dafür dann ein Elektroauto zu kaufen. Ich glaube, man muss schon sehr kühn sein, wenn man sagt 5%. Das heißt, also 95% bleiben übrig. Also eine knappe 1 Milliarde Verbrennerautos bleiben übrig. Und wenn wir die nicht klimaneutral kriegen, dann haben wir verloren, egal wie viel man in Wolfsburg Elektroautos produziert. Ja? Das habe ich von keinem deutschen Journalisten bisher gesehen. Es muss dringend rein. Da sehen Sie eine Einbahnstraße in Bangkok, 6 Reihen. Und dann muss in der anderen Richtung auch nochmal 6 geben. Das ist nur ein Bild davon, wie das mit Verbrennerautos auf der Welt aussieht. Ja, um des Klimas willen brauchen wir dringend klimaneutrale Verbrennungsmotoren. Und wie geht das?
Wir nehmen Sonnenenergie, 1 Euro Cent pro Kilowattstunde, und Windenergie. Und damit spalten wir Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff geht in die Luft, der Wasserstoff ist ein sogenannter grüner Wasserstoff. Und den grünen Wasserstoff, H2, bringen wir zusammen mit CO2, dem Superschadstoff für Klima. Und H2 und CO2 gibt Methanol, CH3COOH. Und Methanol ist geeignet als Treibstoff anstelle von Benzin und ist klimaneutral. Es pustet genau so viel CO2 aus, wie man vorher reingesteckt hat. Also hat man den klimaneutralen Verbrenner. Davon habe ich in der deutschen Presse nirgends was gelesen. Aber die Deutschen denken ja sowieso nur an Deutschland. Die denken, die ganz große Heldentat ist von Kohleabschied 2038 auf 2030 zurück. Das ist quantitativ, physikalisch vollkommen irrelevant. Ich bin trotzdem moralisch sehr dafür, dass man das macht, dass ich nicht missverstanden werde. Aber wir brauchen dringend Klima-Außenpolitik, die gibt es bisher nicht. Also die Grünen, meine Freunde, tun immer so, als seien wir bei der 1,5-Grad-Grenze angelangt, wenn wir Deutschen bis zum Jahr 2045 klimaneutral sind. So ein rührender Stuss. Deutschland produziert ungefähr 2% der Emissionen weltweit. Und die übrigen 98% scheinen die betreffenden Freunde überhaupt nicht zu bedenken. Also wenn ich mit denen über Budgetansatz rede, fragen die erstmal, was ist denn das? Ich habe es Ihnen ja vorhin schon gesagt, das ist die einzige Rettung. Also wir brauchen dringend Klima-Außenpolitik, kommt aber in der deutschen Journalistik nicht vor. In dem gegenwärtigen Bundestag nur bei einigen Pionieren. Ja, und wenn die Kilowattstunde noch 1 Eurocent kostet, dann ist das Methanol auch preislich konkurrenzfähig mit Öl. Im Übrigen geht es nicht nur um Energie, auch die Kreislaufwirtschaft muss gemacht werden, denn wenn wir mit der Wegwerfgesellschaft kommen, das ist ein Riesenenergiefresser. Der Stellvertreter von Frau von der Leyen, Frans Timmermans, ein Niederländer, ist gar nicht so weit hier von weg, der sagt, wir brauchen dringend diesen Green Deal und die Kreislaufwirtschaft. Ein Weg in dieser Richtung war das Buch, was ich mit einem australischen Team vor etwas über 10 Jahren geschrieben habe, Faktor 5. 5-mal so viel Wohlstand aus einer Tonne Erz oder aus einer Kilowattstunde rausholen. Das ist technisch machbar. Wir haben das in den 4 wichtigsten Wirtschaftssektoren durchbuchstabiert, das ist alles machbar. Es geschieht aber nicht, weil normalerweise Primärrohstoff und Energie zu billig ist. Oder dann andere Geschäftsmodelle, Leasing und Gemeinschaftsnutzen, dann wird Reparatur, Wartung und Langlebigkeit auf einmal richtig rentabel. Heute ist es kaum der Fall. Das führt dann zur Performance-Wirtschaft anstelle der Wegwerferei. Das ist ein Mitglied im Club of Rome, Walter Stahel, ein Schweizer, der hat in Genf das Institut de la Durée, das Dauerhaftigkeitsinstitut, gegründet, schon vor 30 Jahren oder so etwas. Das ist einer der besten Leute in dieser Hinsicht. Jetzt geht es weiter. Also der große Gegner von uns ist, das sind die Massenproduzenten, die kommen immer mit billig, billig, billig. Es gibt ein sehr schönes amerikanisches Buch, Cheaponomics. Das gibt es auch mit dem gleichen Titel auf Deutsch, warum billig zu teuer ist. Die Billigmacherei ist eine der Hauptursachen für das Nichtzustandekommen der Kreislaufwirtschaft. Das ist aber auch in den Köpfen bei uns nicht drin. Wir wollen alle billig, wir wollen auch alle Kreislauf.
Aber durch billig verhindern wir den Kreislauf. Faktor 5 Technologien sind deswegen noch kaum lukrativ. Die Primärressourcen sind in 200 Jahren einfach immer billiger geworden. Das gleiche für Öl und Kohle. Also müssen wir politisch dafür sorgen, dass die Preise einigermaßen die ökologische Wahrheit sagen. Aber dass Preise die ökologische Wahrheit sagen, ist eine revolutionäre Forderung. Die akzeptiert das Volk nicht. Ihr erinnert euch an das Bild. Wenn wir ernsthaft ökologisch wahrhaftige Preise wollen, brauchen wir vermutlich nichts weniger als diese neue Aufklärung und politisch elegante Vorschläge. Also, ich war in Peking in China Leiter einer Arbeitsgruppe über ökonomische Instrumente für Energieeffizienz und Umweltschutz. Und da habe ich den Chinesen vorgeschlagen, macht doch jedes Jahr die Energie oder die Primärrohstoffe oder meinetwegen auch CO2 um gerade so viel Prozent teurer, wie im abgelaufenen Jahr die Effizienz zugenommen hat. Sodass das, was man pro Monat ausgibt für die entsprechenden Dienstleistungen, nicht mehr wird. Also steigt die Energieeffizienz oder die Dekarbonisierung, dann steigt der Preis für Energie oder CO2. Und steigt dieser Preis, dann wird es fürs nächste Jahr profitabler, die Effizienz und die Dekarbonisierung zu beschleunigen. Das ist die Idee dahinter. Und das ist genau abgeguckt der genialen Entwicklung der industriellen Revolution. Und zwar ging es damals um die Steigerung der Bruttolöhne in Proportion zu den gemessenen Arbeitsnutzen-Produktivitäten. Und es hat sich dann in diesem Ping-Pong-Verfahren über 150 Jahre verzwanzigfacht. Hätte sich der alte Karl Marx nie vorstellen können. Ist aber heute so. Nur jetzt ist das Thema Arbeit nicht mehr der große Krisenfaktor. Dagegen das Thema Energie und Natur ist es. Also, machen wir mal das Gleiche. So, jetzt ist die nächste Frage natürlich, was machen wir mit der neuen Aufklärung? Sicher nicht das, was in den USA Professor Steven Pinker von der Harvard-Universität sagt. Er will im Grunde nur die alte Aufklärung. Und es ist vollkommen richtig, Herr Kreutz, wir müssen natürlich die Wissenschaft ernst nehmen. Das ist gar keine Frage. Lügen geht nicht. Aber reiner Rationalismus führt zu einer Ökonomie, bei der nur Wachstum, Wachstum, Wachstum rauskommt. Also wir müssen auch da etwas weitergehen. Steven Pinker will das natürlich nicht. Uns geht es da um etwas Tieferliegendes. Sehr wichtig für uns als Lehre war, was Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si gesagt hat. Die auf Geiz, Eile und gnadenlosen Wettbewerb fußende Wirtschaft zerstört unser gemeinsames Haus. Wir sind dran kritisiert, die alte Aufklärung und die heutige Ökonomie, für beide ist Wachstum immer das Ziel. Für die leere Welt ganz verständlich, aber für die volle nicht. Da braucht man eine Aufklärung, die eine moderne Wissenschaft und Technik möglich macht. Die Aufklärung etwa ab 1700 machte moderne Wissenschaft und Technik möglich. Eine tolle Geschichte. Die blaue Kurve zeigt den das Pro-Kopf-Einkommen bis zum Jahr 1800. Immer konstant geblieben. Und dann die Früchte der Aufklärung. Und plötzlich schießt es nach oben. Aber die Folge davon war die volle Welt. Also wir brauchen jetzt eine Korrektur der Erfolgsgeschichte der industriellen Revolution. Wir müssen die Natur schonen und nicht die Arbeitskraft. In Aufklärung 2.0 sagen wir, Balance wird zum wichtigen Prinzip, zum Beispiel zwischen Herz und Verstand. Oder Balance zwischen Wachstum und Stabilisierung. Jetzt wird es für einen Moment etwas schwierig für Sie. Es ist die Frage, wollen wir eigentlich positive oder negative Rückkopplung?
die amerikanische, ja die weltweite Präferenz hat immer die positive Rückkopplung. Also ich habe 6 Jahre meines Lebens in Amerika verbracht, es muss immer positiv sein. Alles andere ist moralisch verwerflich. Ja? Negativ wird immer als schlecht angesehen und positiv ist gut. Das ist die heutige Denke. In der gesamten Wirtschaft, also nicht nur an der Harvard Business School, sondern überall in ganz Amerika, aber inzwischen auch bei den ganzen amerikanisierten deutschen Wirtschaftsleuten. Ja? Für mich als Biologen ist das ganz himmelschreiender Unsinn. Für Biologen ist es genau umgekehrt. Ein gesunder Körper genießt haufenweise negative Rückkopplungen. Zum Beispiel Blutzucker. Wenn er zu hoch ist, wird er automatisch gesenkt. Oder Blutdruck. Wenn er zu hoch ist, wird er automatisch gesenkt. Wenn das Fieber zu hoch wird, geht es automatisch erstmal wieder runter. Oder wenn wir satt sind, dann hört der Hunger auf. Das heißt, überall, unser Körper hat 100 verschiedene negative Rückkopplungen und das macht uns stabil. Also, ich bin nicht prinzipiell gegen Wachstum, aber es muss gleichzeitig eine stabilisierende Funktion sein. Und das nennt man nun mal negative Rückkopplung. Vielleicht müssen wir ein neues Wort dafür erfinden, Stabilisierungsrückkopplung oder irgendwas. Also da sehen Sie, negative Rückkopplung stabilisiert das System, positive Rückkopplung führt erst zum Wachstum und dann zum Kollaps. Das ist aber in den Köpfen nicht drin. In unserer Sorte von Aufklärung ist es nicht vorhanden. Es muss neu gemacht werden. Im Westen macht man Karriere mit Rechthaberei. In Asien ist Balance ein Zeichen von Wissen und Weisheit. Da können wir was von den Asiaten lernen, Yin und Yang. In afrikanischen Kulturen spielt die Ubuntu eine große Rolle. Das heißt, Ubuntu verkörpert jemand, der oder die auf eine Weise handelt, die der Gemeinschaft zugutekommt. Eine Person, die sich auf diese Weise verhält, hat Ubuntu. Er oder sie ist dann eine volle Person. Das ist uns in Europa ziemlich fremd. Müssen wir aber lernen. Müssen auch die Asiaten lernen. Also, jetzt noch ein paar zum Schluss. Balance-Beispiele. Balance zwischen Mensch und Natur. Was ich da vorhin über die Wirbeltiere gesagt habe, war das Gegenteil von Balance. Oder Balance zwischen Kurzfrist und Langfrist. Wenn du hungrig bist, dann willst du lieber heute essen als in 30 Jahren. Das ist vollkommen legitim. Aber wenn du über das Klima nachdenkst, dann ist es vollkommen sinnlos, das über die nächsten 20 Sekunden zu buchstabieren. Ja? Oder Balance zwischen Staat und Markt. Zur Zeit von Adam Smith war die geografische Reichweite des Marktes, der unsichtbaren Hand, identisch mit der geografischen Reichweite des Staats und der Regeln und der Moral. Und dadurch war der Markt etwas ungeheuer Vernünftiges. Aber heute ist der Weltmarkt der eigentliche Dominante und erpresst die Nationen, das zu machen, was die Kapitalrendite der Investoren maximiert. Fürchterlich. Gut, also auch zwischen öffentlichen und privaten Gütern brauchen wir Balance. Oder Balance zwischen Staat und Religion. Also bitte keinen islamischen Staat oder eine Diktatur mit Religionsverbot oder Christentum mit einem korrupten Vatikan vor Luther. War auch nicht gut. Also Balance. Oder zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz. Das ist der Dauerstreit zwischen rechts und links in der Politik. Die Linke sagt Gerechtigkeit, die Rechte sagt Leistungsanreiz, aber beide haben recht. Oder Balance zwischen Innovation und Bewährtem. Also in Amerika muss es immer the 10 best gadgets of the last year. Das freut die unheimlich. Gadgets und neu. Oder stattdessen, bei uns gibt es dafür noch eine gewisse Tradition, das Altbewährte neu entdeckt.
In den Business Schools lernen die Studenten immer noch, dass immer der Schnellste und Billigste gewinnt. Für Kultur und Zivilisation ist das idiotisch und für die Natur ist es eine Katastrophe. Also auch hier Balance. Das waren jetzt 6 von 100 Balanceforderungen. Sie geben schon mal einen Einblick in die Aufklärung für die volle Welt. Ich hoffe, dass die heranwachsende Generation wenigstens offene Augen für die Fehler der alten Generation hat. Dann wollen wir von euch jüngeren Leuten lernen. Vielen Dank. Ja, gerne. So, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal alle tief durchatmen. Vielen Dank, Herr von Weizsäcker, für diesen wirklich tollen Vortrag. Bevor wir jetzt gleich in die Diskussion starten, haben Dana und ich noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar haben wir jetzt aktiv zugehört, viel mitgenommen. Und damit gleich die Fragen auch gestellt werden können, wollten wir ein kleines Warm-up machen, damit sich auch gleich alle trauen, ihre Fragen hier zu stellen, weil alle natürlich herzlich eingeladen sind, Fragen zu stellen. Und ich würde Sie auch alle herzlich einladen, jetzt bei dem kleinen Warmer, bei diesem kleinen Energizer mitzumachen, der als Auflockerung einmal kurz dienen soll. Und genau, ich weiß nicht, können wir die Folie dazu einmal noch eventuell sehen? Genau, darum soll es jetzt gehen. Was trifft eher auf mich zu? Ich erläutere das jetzt einmal ganz kurz. Und zwar werden wir einmal eine Aussage treffen und dann gibt es also entweder oder. Und bei entweder, sage ich mal, würden wir Sie bitten, einmal aufzustehen oder die Hand zu heben, wenn das eher auf Sie zutrifft. Wenn allerdings das oder eher auf Sie zutrifft, dann würden wir Sie bitten, einfach kurz sitzen zu bleiben. Ich hoffe, das ist soweit klar. Ja, ja, sehr gut. Okay, ja, machen wir mal vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Und zwar sind wir hier in Ostfriesland und was trifft eher auf Sie zu? Kaffee? Oder mögen Sie lieber Tee? Wenn Sie jetzt quasi bei Kaffee bleiben würden, dann würde ich Sie bitten, einmal aufzustehen oder die Hand zu heben, ganz mutig. Ah, oh, einige. Sehr und wer schön. Eher Teetrinker ist, wovon man ja hier in Ostfriesland eigentlich ausgehen sollte, dann bitte sitzen bleiben. Aber ich sehe, es ist sehr gemischt. Also wir haben einige Kaffeetrinker dabei. Vielen Dank an der Stelle. Das war die erste Runde. Ich glaube, das Prinzip ist soweit klar geworden. Und genau, Dana übernimmt das nächste Entweder-Oder. Weiter geht's. Essen Sie gerne Fisch oder Fleisch oder ernähren Sie sich auch gerne vegetarisch oder sogar vegan? Also pro Fisch und Fleisch gerne mal, gerne aufstehen oder deutlich die Hand heben. Auch das gemischt. Jetzt fängt die Diskussion schon an. Super. Ja, das ist ja auch immer gar nicht so einfach, ne? Also, ja, vielen Dank. Die nächste Runde, online oder Präsenz? Also online bezieht sich auf ja, Homeschooling, Online-Vorlesungen oder so wie wir es eben heute haben, alles in Präsenz und live. Also wer für online ist und das doch tatsächlich präferiert, dann bitte einmal aufstehen oder die Hand heben. Wer für Präsenz ist, darf sitzen bleiben. Oh, wir haben einige online, ein paar online Leute, sag ich mal. Mutig, ja, sehr schön. Vielen Dank. Und es ist auch mutig, sich dazu heute hier zu bekennen, weil wir ja eben live sind und das Ganze natürlich beides seine Vor- und Nachteile hat. Und es gibt an dieser Stelle vielleicht noch ein kurzer Hinweis, es gibt natürlich kein richtig oder falsch. Ne? Also das dann noch kurz dazu gesagt. Nächste Runde. Waren Sie schon mal in einem Unverpacktladen, vielleicht sogar hier in Emden? Oder wissen Sie gar nicht, was das ist oder haben noch nie einen besucht? Also wenn Sie schon mal da waren, gerne aufstehen oder Hand heben. Im März hat ja auch an der Brückstraße die Jute Seele aufgemacht, hier in Emden. Einige. Interessant, sehr gut.
Und direkt zur nächsten Runde, Thema Einkaufen oder Shopping. Wenn es jetzt wieder Präsenz-Events gibt, macht das vielleicht auch wieder mehr Spaß. Aber wie gehen Sie einkaufen? Lieber Secondhand oder doch eher nachhaltig, aber neu? Also bewusst, aber vielleicht nachhaltige Marken oder doch lieber neu bewusst kaufen? Secondhand shoppen wäre aufstehen oder handheben. Ich sehe schon, gemischt. Für die Secondhand-Liebhaber können wir eigentlich auch Werbung machen. Am 27.11. findet nämlich das nächste Repair-Café statt und vom Nachhaltigkeitsteam aus planen wir da die nächste Tauschbörse. Also alle Secondhand-Liebhaber dürfen da gerne vorbeischnuppern und alle Leute, die mal ihren Kleiderschrank oder zu Hause aussortieren wollen, dürfen gerne ihre Dinge vorbeibringen. Genau, kleiner Werbespot an dieser Stelle. Und dann haben wir noch, es sind nicht mehr viele, Sie haben es gleich geschafft. Wir haben noch aktiv informieren oder passiv lenken. Das nicht, dass es missverständlich ist. Und damit ist gemeint, soll quasi der Klimawandel behoben werden, indem Menschen aktiv beeinflusst werden und sollen diese Menschen eventuell auch belehrt werden, also dass man aktiv auf Menschen zugeht. Oder sollen die Menschen, ja, passiv gelenkt werden, indem man selber Vorbild ist und andere so mitzieht. Also ja, ich hoffe, das ist eindeutig. Also aktiv einmal Hand heben oder aufstehen. Genau, ich würde auch behaupten, ist die Mehrheit. Nach dem Vortrag gerade eben sind wir uns, glaube ich, fast alle einig, dass das eine schöne Sache ist, die Leute aktiv mitzuziehen. Wobei passiv ein Vorbild zu sein natürlich auch nicht verkehrt sein kann und das dürfen wir uns natürlich auch alle auf die Fahne schreiben. Letzte Frage. Meinen Sie, als Einzelperson können wir den Klimawandel oder die Erderhitzung abmildern? Wenn Sie demotiviert gegenüberstehen, dürfen Sie gerne die Hand heben oder aufstehen. Wenn Sie eher sagen, nee, das ist vielleicht nicht für uns im Einzelnen machbar, die Politik oder andere Institutionen sollten da den ersten Schritt gehen, dann bleiben Sie sitzen. Okay, ich sehe da hinten auch ein paar Sitzende. Dann sind wir uns ja nicht so einig aktuell. Mal schauen, ob das in der Diskussion so bleibt. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und ich würde jetzt zur Diskussion überleiten. Dann darf ich Birte Engelberts wieder auf die Bühne bitten und die Schülerinnen Laura Oldewurtel vom Max und Wiebke Tütcher vom JAG und wir wechseln jetzt mal die Plätze. Genau. Ja, wunderbar. Dann ich probiere mal, das Mikro funktioniert. Dann freue ich mich, dass wir jetzt sozusagen in dieser Runde eine Diskussion beginnen. Ich freue mich insbesondere, dass Wiebke Tütcher, Schülerin des Johannes-Althusius-Gymnasiums dabei ist und Laura Oldewurtel, Schülerin des Max-Windmüller-Gymnasiums in Emden. Herzlich willkommen. Ja, und wir haben uns im Vorfeld häufig ausgetauscht. Ihr beiden habt am Nachhaltigkeitszertifikat der Hochschule Emden-Lehr teilgenommen und ihr habt einige Fragen mitgebracht. Laura, ich würde mal direkt an dich weiterleiten. Ja, gerne. Okay. Genau, erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag, Herr von Weizsäcker. Der war wirklich sehr interessant und aufschlussreich. Und wie Frau Engelbert schon sagte, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar, was können Schulen Ihrer Meinung nach konkret tun, um nachwachsende, also jüngere Generationen im Punkt Nachhaltigkeit zu unterstützen? Na, ich sage erstmal, das Triviale geht am Freitag, wenn das wieder dran ist, auch mit auf die Straße. Redet mit den Alten in der Familie und darüber hinaus in der Schule. Lernt selber ein bisschen mehr darüber, was ihr noch nicht wisst,
Ich vermute sogar von dem, was ich heute gesagt habe, war vieles für euch neu. Und das dann ein bisschen vertiefen, kann nichts schaden. Und Freundschaftsgruppen bilden, die dann miteinander sich anspornen, das war für mich in meinem Leben immer wahnsinnig wichtig. Und natürlich auch lesen, und zwar nicht immer nur auf diesen komischen Smartphones. Diese Sorte von Lesen ist gemeint zum Vergessen. Ja? Ich habe vor einiger Zeit mal ein neues deutsches Wort erfunden. Das heißt Jetztbesoffenheit. Das sind die Twitterer. Alles, was mehr als 10 Sekunden alt ist, das ist schon Mittelalter, ist schon weg. Nur das Jetzt gilt. Diese Mentalität gibt es in eurer Generation viel mehr als in meiner Generation. Das ist aber eine Krankheit. Das müsst ihr auch überwinden. Also, das Letzte war jetzt ein bisschen böse, aber ansonsten würde ich sagen, seid munter, willig, mal was Ungewöhnliches mitzudenken und eben das Ganze mit Freunden zu besprechen. Vielen Dank. Wunderbar. Ich leite mal an Wiebke weiter. Herr von Weizsäcker, inwieweit wäre es auch eine Idee, das Thema Umweltbildung in das Lehramtsstudium zu integrieren? Wie bitte? Inwieweit wäre es auch eine Idee, das Thema Umweltbildung in das Lehramtsstudium zu integrieren? Finde ich natürlich eine gute Idee. Ich habe mitverfolgt, wie man in den letzten 50 Jahren immer von Seiten der Wirtschaft gepoltert hat, wir brauchen endlich ein Schulfach Wirtschaft, denn diese jungen Leute verstehen alle nichts von Wirtschaft. Das habe ich für einen Blindgänger gehalten. Das war eine Indoktrinierungsgeschichte. Und diese Sorte von Doktrinierungsumweltschulfach finde ich nicht so gut. Ich fände es aber sehr gut, wenn man in der Biologie, in der Physik, in der Mathematik, auch bei Sprachen, auch bei fremden Ländern kennenlernen, die Umweltteile mitlernt. Das heißt also, ich bin sehr für ein breites Fächerspektrum, aber mit einer Betonung dessen, was unsere jetzige Generation und die nachwachsende Generation wirklich was angeht. Habt ihr das Gefühl, dass es bei euch an der Schule schon integriert ist? Spürt ihr das im Schulalltag? Könnt ihr mal Beispiele nennen? Also ich würde persönlich schon behaupten, dass Nachhaltigkeit bei uns an der Schule wirklich groß geschrieben wird. Wir haben vor einigen Jahren ein sogenanntes Klimaparlament etabliert, wo wirklich aus allen Klassen auch Vertreterinnen und Vertreter da sind, damit auch wirklich die gesamte Schulgemeinschaft, nicht nur die Älteren oder nur die Jüngeren repräsentiert werden, wo auch die Lehrer und die Eltern und alle, die irgendwie zur Schule gehören, immer mit eingebunden werden. Und wir haben festgestellt, dass dieses Gremium in den Jahren einiges zustande gebracht hat und das wirklich wegweisend ist. Ja, ich denke, das ist einen Applaus wert. Wir merken auch durch den Abend hier, da passiert schon ganz viel an den Schulen. Es gibt nicht nur engagierte Schülerinnen und Schüler, sondern auch sehr engagierte Lehrkräfte. Das haben wir im letzten Dreivierteljahr in der intensiven Zusammenarbeit mit den Schulen ganz besonders gemerkt. Und ich finde, es sind tolle Projekte an euren Schulen entstanden. Und dazu kommen wir ja im späteren noch. Habt ihr noch eine Frage an Herrn von Weizsäcker? Sonst würden wir gleich... Oder Kritik? Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, wenn wir über Klimawandel reden, reden wir zwangsläufig auch irgendwie immer über Menschenrechte, die halt durch andauerndes Nichthandeln ja auch immer weiter in Gefahr geraten. Denken Sie, dass Bemühungen im Bereich der Menschenrechte, vielleicht besonders sogar im Bereich der Bildungsgerechtigkeit, sich ebenfalls positiv auf die Bekämpfung des Klimawandels ausüben?
Das ist eine sehr gute Bemerkung und richtige Frage. Meine Frau Christine arbeitet genau über dieses Thema unter anderem. Und sie ärgert sich darüber, dass gegenwärtig sogenannte Offsets verkauft werden für die, die zu viel CO2 produzieren. Dann kriegen die ein Stück Land in Afrika oder irgendwas und dürfen dann dort Bäume pflanzen und das angeblich von diesen Bäumen eingesogene CO2 ist dann die Kompensation, was sie da zu viel gemacht haben. Da werden aber die Menschenrechte und die Leute, die dort wohnen, überhaupt nicht gefragt. Und das darf auf keinen Fall sein, dass wir auf eine unmoralische Art uns selber rechnerisch unschuldig machen und de facto die Menschenrechte vergessen. Daran möchte ich gerne anschließen. In Ihrem Vortrag haben Sie sich ganz deutlich für eine Klimaaußenpolitik ausgesprochen und auch ganz deutlich gemacht, durch billig verhindern wir den nachhaltigen Kreislauf, also durch billig verhindern wir den Kreislauf. Ich frage jetzt mal ganz provokant, Herr von Weizsäcker, ist in den letzten Jahrzehnten in der Entwicklungszusammenarbeit etwas schiefgelaufen? Ich frage das deshalb, da ich selbst vor 25 Jahren in Bangladesch war und dort, ich nenne mal ein Beispiel, mitbekommen habe, dass Siemens Telefonanlagen nach Bangladesch geliefert hat und ich vor Ort mitbekommen habe, dass es die Ersatzteile für diese Telefonanlagen nur in Deutschland gibt. Da frage ich mal ganz provokant, ist da was schiefgelaufen, auch in der Entwicklungszusammenarbeit? Wie sehen Sie das? Da ist mit Sicherheit was schiefgegangen. Die Betriebswirtschaftslehre ist eine Kurzfristlehre. Und Kreislaufwirtschaft ist eine Langfristsache. Und deswegen hat der typische ausgebildete Betriebswirt in den USA noch viel schlimmer als bei uns eigentlich nur Interesse am Rauskotzen von möglichst viel Produkten. Das ist gut für die Kapitalrendite und für die Umwelt ist uns doch egal. Das ist eine lange Zeit dominante Denke gewesen, ganz besonders nach 1990. 1990, das Ende des Ost-West-Konflikts, worüber wir alle gejubelt haben, hatte auch folgenden Nachteil, das habe ich auch im Bundestag gelernt. Bis 1990 musste sich die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, anständig verhalten, die soziale Marktwirtschaft, die sozial-ökologische Marktwirtschaft und so weiter, um der Welt zu beweisen, dass die kommunistische Behauptung, im Kapitalismus werden die Reichen reicher und die Armen ärmer, nicht stimmt. Das war die Basis der sozialen Marktwirtschaft, der katholischen Soziallehre entnommen. Nach 1990 war der Kommunismus weg. Da hatten sie nicht den geringsten Anlass mehr, anständig zu verhalten, sich zu verhalten. Und seither regieren die Finanzmärkte über die Sozialpolitik der Staaten. Ja? Das fing in Europa mit Tony Blair an, dann Gerhard Schröder. Die wussten ganz genau, das war rein rational, wenn wir die klassische Sozialpolitik aus den 50er, 60er, 70er Jahren fortsetzen, investieren die Investoren nie mehr in Deutschland. Und dadurch, konnte man nachzählen, verloren wir jedes Jahr 200.000 bis 500.000 Arbeitsplätze. Ja? Da musste man die Agenda 2010 von Schröder machen, was eine Ohrfeige für die Sozialpolitik, für die soziale Gerechtigkeit war, aber wunderbar für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Also das finde ich sehr wichtig, dass auch Schülerinnen und Schüler das merken, dass das Jahr 1990 ein philosophischer und moralischer Bruchpunkt war.
dass das Jubeln zwar verständlich war in Deutschland wegen der Wiedervereinigung, aber die Übermacht der Finanzmärkte über die Staaten, die legitim gewählten Staaten, das war eine Katastrophe. Und das müssen wir wieder rückgängig machen durch eine neue Aufklärung unter anderem. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne auch Fragen fürs Publikum öffnen und würde Selina und Dana bitten, vielleicht mal zu schauen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Also Sie sind herzlich aufgefordert, sich hier an der Diskussion zu beteiligen. Okay, also ich wollte eigentlich nur fragen, inwiefern Sie die Bedeutung einer zum Beispiel veganen Ernährung für den Klimawandel einschätzen, da ja doch viele Berechnungen aussagen, dass eine Ernährung mit tierischen Produkten einen sehr großen Einfluss aufs Klima nehmen. Soll ich gleich antworten? Ich bin sehr dafür, dass sich die vegane Ernährung ausbreitet. Mir persönlich genügt vegetarisch und ich halte ab und zu ein bisschen Fleisch völlig in Ordnung. So ist die Menschheit in der Eiszeit, in der Eisenzeit, in der Kupferzeit oder Bronzezeit immer gewesen. Die war nie vegan, aber als moralisches Signal finde ich es völlig in Ordnung. Vielen Dank. Ich sehe gerade, da hinten gab es auch noch eine Frage. Ja, es steht ja jetzt ein Paradigmenwechsel an für die Bundesregierung. Und ich wollte fragen, ob Utumba eventuell eine neue Grundlage sein kann und inwieweit. Und kann es wirklich sein, dass wir außer Acht gelassen haben, dass wir im Grunde genommen die Ressourcen genauso sehr achten müssen wie das menschliche Leben? Hervorragend, aber nicht mehrheitsfähig. Und ein Teil der Kunst der Politik ist das, was moralisch richtig ist, was Sie sagen, auch so populär wird, dass man nicht abgewählt wird, wenn man nach dieser Moral handelt. Wunderbar. Gibt es weitere Fragen? Ja, schönen guten Abend. Ich habe eine Frage zum Thema oder zum Widerspruch Umweltschutz, Klimaschutz. Hier bei uns an der Küste ganz klar deutlich zu sehen an den Windkrafträdern, wo auch die geschredderten Vögel am Boden liegen, aber im Sinne des Klimaschutzes sozusagen hier weiter ausgebaut werden soll. Als ich angefangen habe, mich politisch und umweltpolitisch zu engagieren, war das Thema Klima nicht vorhanden. Als ich Physik gelernt habe, gab es noch die Diskussion, ob die nächste Eiszeit kommt. Da hat niemand von globaler Erwärmung geredet. Und ich habe mich damals auch für lokale Umweltfragen engagiert. Das hat den riesigen Vorteil, dass man da innerhalb des Lebens eines Menschen oder eines Jahrzehnts oder so bereits große Erfolge feiern kann. Also die Waldsterbensdiskussion ist ja im Wesentlichen überwunden, weil man da einiges plötzlich richtig gemacht hat, was man vorher falsch gemacht hatte. Das Gleiche mit Gewässerverschmutzung. Also ich erinnere mich noch an die Schaumberge auf unseren Flüssen, das ist weg. Der Unterschied ist einfach, dass man beim Klima solche Erfolge innerhalb von
einem Jahr oder auch einem Jahrzehnt nicht erwarten kann. Da muss man tendenziell auch in Jahrhunderten denken. Das Bild, was ich da von Italien gezeigt habe, das waren Jahrtausende. Aber dann ungeheuer grimmige Unterschiede. Das heißt also, es emotional hinzukriegen, dass man Dinge, die künftige Generationen, und zwar vielleicht Kindeskinder, also 100 Jahre oder so, mit in die eigene Moral einbezieht, das ist eine zivilisatorische Leistung, die es eigentlich kaum gegeben hat. Manche Religionen, einschließlich von Ureinwohnern in Brasilien oder so, haben diese Selbstverständlichkeit der Langfrist. Und uns ist das ein bisschen verloren gegangen, weil wir eine gewaltige Geschwindigkeitsprämie haben in unserer ganzen Zivilisation. Und das macht uns taub und blind für Langfristdinge. Also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Es gibt einen Riesenunterschied. Das Thema Klima ist tendenziell gewichtiger als die lokale Verschmutzung, aber politisch sehr viel schwerer zu handeln. Vielen Dank. Da gibt es weitere Fragen hier vorne. Und also auch meine Frage ist, wir haben jetzt, wenn wir jetzt eine neue Regierungskoalition haben, ja, die SPD, FDP und Grüne, das sind ja sehr verschiedene orientierende Parteien. Und in dem Thema Klima, denken Sie, dass diese Koalition eigentlich unsere Agenda schaffen wird, dass sie schon irgendetwas verändern oder wird das eigentlich eher so bleiben wie bei der GroKo-Koalition? Ich vermute, es wird deutlich besser. Ich habe mit der noch amtierenden Umweltministerin Svenja Schulze gesprochen. Die hatte einen Klimaschutzgesetzentwurf gemacht und hat ihn in das GroKo-Kabinett gebracht. Und dort hat der Wirtschaftsflügel der CDU ganz hart Nein gesagt. Und die SPD gezwungen, lauter Konzessionen zu machen. Das war im März oder so. Und dann hat im April das Bundesverfassungsgericht gesagt, dieser Gesetzentwurf, dieser Kompromissgesetzentwurf, ist nicht verfassungsgemäß. Woraufhin Svenja Schulze gejubelt hat. Und ich hoffe, dass sie in der neuen Koalition auch eine wichtige Rolle spielt. Die wird manche Grünen überholen. Durfte das aber nicht in der schwarz-roten Koalition. Der schwierigste Teil ist evidentermaßen die FDP, die das Hauptinteresse an der Vermeidung von Steuererhöhungen hat und an rein materialistischem Wohlergehen des Mittelstandes. Das ist ein legitimes politisches Ziel. Ist aber nicht die Antwort auf Ihre Frage. Und deswegen wird es da erheblichen Streit noch geben, aber diesmal ist die ökologisch progressive Seite deutlich in der quantitativen Mehrheit, während in der GroKo war es umgekehrt. Vielen Dank. Jetzt war hier vorne noch eine Frage. Es scheint gerade ein kleines Problem mit den Mikros zu geben, aber das haben wir schon behoben. Ja, Herr von Weizsäcker, vielleicht noch eine Frage.
was Sie nochmal zum Verbrennungsmotor gesagt haben. Wir sind ja hier in Emden-Ostfriesland doch sehr stark natürlich auch von VW, zumindest mit wirtschaftlich abhängig, was die Prosperität und so weiter angeht. Und kann man überhaupt Einfluss nehmen auf dieses Denken der Autoindustrie oder wer kann das? Sie haben ja gesagt, dass Sie sich jetzt ganz stark auf die Elektroautos von Ingolstadt, München und so weiter bis Emden festgelegt haben oder Wolfsburg. Warum wird das andere nicht gesehen? Und müsste eigentlich nicht die Autoindustrie, vor allem wenn sie ja Exporteur sein möchte nach China, auf andere Weltmärkte, müssten die eigentlich nicht schon längst den Schuss gehört haben, dass eigentlich doch was anderes vielleicht auch vonnöten ist? Ich finde es im Prinzip gar nicht falsch, dass die deutsche Autoindustrie jetzt erstmal, das geht ja erst seit 3 Jahren so, sich darauf einstellt, dass sie zu den Weltbesten in Sachen Elektroauto gehören müssen. Wenn sie das verlieren, dann ist Schluss mit Autoindustrie in Deutschland. Aber meine Aussage ist wieder typische Klimaaußenpolitik und nicht Autopolitik. Wir müssen daran denken, wo die Hauptbeiträge zur globalen Erwärmung herkommen. Und da ist die Milliarde Verbrenner, nicht nur in Bangkok, sondern auch in Lima und in Kapstadt und so weiter, da fahren die alle rum. Und wenn wir so tun, es sei es genug, wenn alle Deutschen Elektroautos fahren, dann irren wir uns, einfach quantitativ. Aber ich halte es für wahrscheinlich, dass mindestens der Chef von Daimler, Herr Källenius, den ich persönlich kenne, ist ein Schwede, spricht aber sehr gut Deutsch, der hat, so viel ich sehe, sofort das Händchen zu sagen, ja, wir brauchen beides. Also ich habe das Gefühl, die Diskussion wird jetzt noch 2-3 Jahre weitergehen und dann irgendwann kommen Leute, die eine lautere Stimme haben als ich, die sagen, ja, wir brauchen natürlich einen klimaneutralen Verbrennungsmotor und dann werden die Deutschen das ganz schnell machen. Zumal die Autozuliefererfirmen, die wollen den Verbrenner. Es ist mehr die Zusammenschrauber in Wolfsburg und so weiter, die wollen ihn eher nicht. Da würde ich gerne nochmal ansetzen. Sehen Sie das auch kritisch mit dem Abbau der seltenen Erden? Ich nehme mal das Beispiel Lateinamerika. Da sind mittlerweile Bergseen ausgetrocknet. Menschen, die auf den Dörfern leben, berichten, dass sie tagsüber häufig kein Wasser haben, weil das Wasser eben benötigt wird für den Abbau dieser seltenen Erden. Wie sehen Sie das? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist auch wichtig für die Solarenergie. Dort sind es nicht die seltenen Erden, sondern Indium, zum Teil sogar Silber. Silber wird knapp, weil wir so viel Photovoltaik machen. Und bei der Windenergie brauchen wir Metalle, die besser magnetisieren als Eisen. Und das sind seltene Erden, also vor allem Neodym, aber auch noch ein paar andere. Und da kommt es zu Knappheiten. Dann für die Batterien, die effizienten Batterien, braucht man Lithium. Lithium ist ein knappes Metall. Die Koreaner fangen jetzt an, Lithium aus dem Meerwasser zu gewinnen. Dabei ist es ziemlich dünn dort. Ja? Aber es fängt an, sich zu lohnen. Also diese ganzen knappen Metalle werden in der Energiediskussion eine wachsende Rolle spielen. Und es ist wunderbar, dass Sie das sofort als Frage in den Raum gestellt haben. Meine Antworten sind noch ein bisschen kümmerlich. Das zeigt uns, dass die nächsten Jahrzehnte für uns eine Herausforderung werden. Und ich denke, dass wir nur gemeinsam
Antworten finden können. Und uns allen ist bewusst, dass diese Antworten eben nicht leicht sind. Ich schaue jetzt mal ins Publikum, ob es noch Fragen gibt. Ja. Da gibt es noch zwei Fragen. Und Dana und Selina, ihr gebt ein Zeichen. Ihr habt die Zeit so ein bisschen im Blick. Ja, denn ich hätte nämlich ein paar große Kritikpunkte an Ihrer Präsentation, aber ich glaube, jetzt alles zu besprechen, würde den Rahmen meiner Frage etwas sprengen. Aber mein Hauptpunkt ist eher, Sie hatten eine Quelle angegeben, nämlich über die Lüge der Glühbirne. Akustisch verstehe ich Sie also, fast nicht. Tut mir leid. Sie hatten eine Quelle angegeben über die Lüge der Glühbirne. Können Sie sich daran erinnern, auf einer Ihrer Folien? Oder über die Produktion zu, da ging es um das Recht zu reparieren, also wie sich alle Firmen auf dem, also das war in Ihrer Präsentation, Sie hatten es noch nicht besprochen. Das war eine der Quellen, wo Sie ein Bild, ich weiß nicht, ob Sie sich nicht mehr daran erinnern können. Was ich mich frage, ist, warum Sie darüber nicht mehr gesprochen haben, also über das Recht zu reparieren, weil Sie haben nämlich angesprochen, dass sehr viele Produkte, dass wir eben in einer Wegwerfgesellschaft sind, aber den genauen Grund dahinter, finde ich, haben Sie etwas verfehlt. Nämlich zum Beispiel, wie Produkte heutzutage hergestellt werden, sodass wir sie nicht mehr reparieren können. Mit der Glühbirne war es ja genau das. Alle Firmen auf dem Planeten Erde haben sich vereinigt, um eine Glühbirne zu bauen, welche nach einem gewissen Zeit, Planned Obsolescence, kaputt gehen. Und genauso wird es heute gemacht mit unseren iPhones, mit unseren Autos. Wir können die Autobatterie nicht mehr auswechseln, wir können die Bildschirme des iPhones nicht mehr auswechseln. Warum haben Sie da jetzt nicht, oder können Sie da etwas konkretere Sachen sagen? Denn Sie haben gesagt, wir brauchen eine neue Aufklärung, aber ich finde, Sie haben in der Präsentation, zumindest in der Hinsicht, zum Right to Repair, etwas die Aufklärung verfehlt. Also ich habe schon mal einen ganzen Abend gemacht über genau diese Frage. Da hatten wir dann sehr viel mehr Zeit. Ich habe immerhin erwähnt mit einem Bild Walter Stahel, der sagt, wir brauchen neue Geschäftsmodelle, im Grunde uralte, die dazu führen, dass Reparieren und Wartung und Langlebigkeit lukrativ werden. Das ist in der Wegwerfgesellschaft nicht der Fall. Da verdient man einfach mehr, wenn man Wegwerfsachen produziert. Und das heißt, an der Stelle muss man die Betriebswirtschaftslehre, manchmal auch das Wirtschaftsrecht korrigieren. Ich glaube überhaupt generell, wir brauchen ein neues Wettbewerbsrecht. Das jetzige Wettbewerbsrecht ist so konstruiert, dass immer der Billigste gewinnt. Und das halte ich für einen Denkfehler. Da müsste man dringend andere Kriterien in das Wirtschaftsrecht einbauen, einschließlich der Welthandelsorganisation, der WTO. Das sind aber alles Dinge, die über den heutigen Vortrag weit hinausgehen. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie diese Frage jetzt aufstellen. Ich will jetzt aber nicht noch einen neuen Vortrag halten. Gut, ich würde sagen, dann lassen wir noch eine Frage zu. Hallo? Ja. Es wird wieder angefangen über die Neubewertung der Nutzung der Kernenergie zu diskutieren. Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein? Das ist natürlich sehr verlockend für diejenigen, die an der Kernenergie gewinnen würden. Und ich persönlich halte das für ein schweren Fehler, weil die Kernenergie physikalisch unvermeidlich engstens verflochten ist mit Rüstung, einschließlich der Rüstung von, wie heißen die Kerle, also Räubern, die erpressen. Und dieses wird normalerweise von den Befürwortern der Kernenergie nicht thematisiert.
Die thematisieren allenfalls die Entsorgungsfragen von radioaktiven Materialien. Das ist ein lösbares Problem. Da ist aber auch der deutsche Journalismus ein bisschen schuld. Die deutsche Journalistik hat als Gegenargument gegen Kernenergie praktisch immer nur den radioaktiven Müll betont. Alles andere schien ihnen egal zu sein. Für mich ist der Nexus zur militärischen und terroristischen Aktion viel wichtiger als die radioaktiven Abfallstoffe. Und das wäre für mich ein hinreichendes Argument zu sagen, ich will das nicht. Und ich will nicht ein zweites Fukushima haben, bis die Leute das dann endlich wieder kapieren. Denn solche Unfälle passieren relativ selten. Aber strategischer Einsatz für Erpressung, für Räuberei und so weiter mit Kernbrennstoffen halte ich für absolut realistisch und ein klares Nein. Und im Übrigen, in unserem Buch haben wir eine Grafik, da ist so ein Kreuz gezeichnet, von unten nach oben der Preis der Kilowattstunde Kernenergie und von oben nach unten der Preis der Kilowattstunde Photovoltaik. Das heißt, es gibt heute kein ökonomisches Argument für Kernenergie mehr, weil Solar einfach billiger geworden ist. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Ich denke, es gibt keine Fragen mehr und glaube, wir sind auch noch gut in der Zeit. Herr von Weizsäcker, ganz herzlichen Dank für diese spannende Diskussion. Ich denke, wir könnten das noch einen ganzen Abend fortführen. Sie merken, es gibt viele Fragen und Antworten sind nicht immer einfach. Und daran sehen wir, wie sehr uns dieses Thema als Gesellschaft, Politik, Wissenschaft in den nächsten Jahrzehnten und auch aktuell herausfordert. Und ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich auch an Wiebke und an Laura aussprechen. Ihr sitzt hier heute Abend stellvertretend für 63 engagierte Schülerinnen und Schüler aus ganz Ostfriesland. Ihr seid zwei Schülerinnen, die sich aktiv im letzten Dreivierteljahr über den normalen Schulstoff hinaus mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben, mit Lehrenden unserer Hochschule Emden Lehr aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Wir haben in den letzten Monaten viele spannende Diskussionen geführt und ihr habt an euren Schulen vor Ort ganz spannende und tolle Projekte umgesetzt und zeigt uns, dass ihr aktiv seid, dass ihr umdenken möchtet und das tut einfach total gut. Also ganz herzliches Dankeschön an euch beiden und ihr kommt ja gleich nochmal mit euren Projektteams auf die Bühne. Schauen wir mal, ob dieses Mikrofon auch funktioniert. Können Sie mich gut verstehen? Wunderbar. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Teil des Abends. Und ich möchte mit einem Zitat von Ihnen beginnen, Herr von Weizsäcker. Wir sind an eine Welt voll Verschwendung gewöhnt und nennen das Wohlstand. Dieses Zitat werden Sie auf den Nachhaltigkeitszertifikaten wiederfinden, die wir Ihnen jetzt gleich verleihen werden. Wir sind sehr gerührt und sehr froh, dass Ernst Ulrich von Weizsäcker sich bereit erklärt hat, als Schirmherr für diese Nachhaltigkeitszertifikate zu bürgen. Das ist etwas ganz Besonderes und dafür möchte ich mich seitens der Hochschule Emden-Lehr und stellvertretend seitens der Schulen hier in Ostfriesland nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Engagement bedanken. Ja.
ja, was hat das mit diesem Nachhaltigkeitszertifikat auf sich? Bei uns wird das Thema Zukunftshochschule ganz groß geschrieben. Wir setzen uns an unserer Hochschule in Studium und Lehre sehr intensiv und in der Wissenschaft sehr intensiv mit Themen der Zukunft auseinander, mit dem Thema nachhaltige Technologien beispielsweise, aber nicht nur im technischen Bereich, sondern auch im sozialwissenschaftlichen Bereich. Und bei uns gibt es seit einigen Jahren an der Hochschule Emden-Leer ein Nachhaltigkeitszertifikat für unsere Studierenden. Und meine Kollegin Anna Gerritsen und ich, die Nachhaltigkeitskoordinatorin unserer Hochschule Emden-Leer, die ich an dieser Stelle auch noch mal ganz explizit erwähnen möchte, wir haben gemeinsam mit den Lehrenden unserer Hochschule, mit besonderer Unterstützung unseres Präsidenten Gerhard Kreutz, das Nachhaltigkeitszertifikat für Schülerinnen und Schüler ins Leben gerufen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben das lange überlegt, wir haben ein Konzept entwickelt, und wir hatten auch ein bisschen Angst, ob das denn alles so klappen kann. Und es war in der Corona-Phase und dann haben wir gedacht, naja gut, wenn sich vielleicht 20 Schülerinnen und Schüler anmelden, dann ist das richtig gut und dann freuen wir uns darüber. Und ich muss Ihnen sagen, wir waren überwältigt. Wir haben 63 Anmeldungen aus insgesamt 7 Schulen in Ostfriesland. Und wir durften das letzte Dreivierteljahr mit 63 Schülerinnen im Gespräch sein, mit den Lehrkräften im Gespräch sein zum Thema Nachhaltigkeit. Und das hat uns so viel Spaß gemacht. Und ja, das ist einfach etwas ganz Besonderes. Und wir haben das als Pilotprojekt durchgeführt und wir sind in jedem Fall überzeugt, dass wir im April nächsten Jahres mit dem nächsten Durchgang starten werden. Wir werden an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch etwas verbessern und nachsteuern, aber wir sind davon überzeugt, dass das sehr nachhaltig auch ist und einfach auch eine ganz tolle Sache, sowohl für die Hochschule als auch für die Schulen vor Ort. Und das Besondere ist, wir haben auch Umweltbotschafterinnen und Umweltbotschafter an unserer Hochschule. Zu denen gehören auch Dana und Selina. Und ihr wart ja, im letzten Dreivierteljahr an den Schulen vor Ort. Ihr habt die Projekte gemeinsam begleitet mit den Schülerinnen und Schülern. Und das Nachhaltigkeitszertifikat besteht ja insgesamt aus 4 Komponenten. Das heißt, es geht um das Thema Einführung in das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Und das ist geschehen durch 4 Fachveranstaltungen bei uns an der Hochschule Emden-Leer, die wir jetzt in diesem Jahr online durchführen mussten. Aber das hat ganz wunderbar geklappt. Die zweite Komponente ist das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist geschehen durch die verstärkte Einbettung von Nachhaltigkeitsaspekten im Schulunterricht. Und das haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Und eine ganz besondere Komponente, das ehrenamtliche Engagement durch die Vernetzung, durch die Umsetzung eines konkreten Nachhaltigkeitsprojektes an eurer Schule vor Ort oder eben eine längerfristige nachgewiesene ehrenamtliche Mitarbeit in schulischen Nachhaltigkeitsinitiativen. Das haben wir vorhin auch schon gehört, an einigen Schulen gibt es bereits einen Klimarat oder eine UNESCO-AG und viele Schülerinnen und Schüler sind bereits seit Jahren sehr aktiv zu diesem Thema. Und dann hat eben in der 4. Komponente noch eine Auseinandersetzung mit Praxisbeispielen umgesetzter Nachhaltigkeit in der Region stattgefunden, indem wir Unternehmen zu uns an die Hochschule eingeladen haben und Schülerinnen und Schüler dann gemeinsam mit Studierenden, mit den Unternehmen ins Gespräch gekommen sind. Gut, und jetzt möchte ich ganz herzlich nochmal Selina und Dana mit auf die Bühne bitten. Jetzt wird es nämlich spannend.
Ja, was ist da passiert an den Schulen im letzten halben Jahr? Ihr durftet das ganz nah miterleben. Ihr wart häufig vor Ort an den Schulen, während ich viel in Online-Meetings mit den Lehrkräften war. Ich glaube, so kann man sagen. Und ich bin ganz begeistert, dass ich einige Lehrkräfte jetzt heute Abend mal in Präsenz kennengelernt habe, da man sich vorher nur vom Bildschirm kannte. Okay, und wir möchten beginnen mit dem Ulrichs-Gymnasium in Norden. Jetzt müssen wir hier mal gucken. So, das Ulrichs-Gymnasium in Norden, die haben sich beschäftigt mit dem Entwickeln und Erstellen einer Wandbemalung an der Gartenmauer der KVHS Norden. Und dafür möchte ich mal Erik, Viktor, Michael und Miriam Baumann auf die Bühne bitten. So, herzlichen Glückwunsch. Wir müssen hier ein bisschen improvisieren, sehen Sie es uns nach. So, ich überreiche das. Mehr kann ich nicht sagen. Vielen Dank. Alles klar. Genau. Und dann habt ihr euch noch mit dem Entwickeln und der Durchführung einer Unterrichtsstunde zum Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Und das habt ihr auch an eurer Schule durchgeführt. Und da möchte ich mal ganz herzlich Anna Konken und Marie Poppinger nach vorne bitten. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und Freya Evers und Kira Glawe, die haben sich mit der Müllsammelaktion rund um das Ulrichs-Gymnasium auseinandergesetzt und waren da ganz aktiv. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Erik Uppen und Gerardo Garippo, die haben auch angefragt, ob sie in unserem studentischen Solarboot-Team mitmachen dürfen an der Hochschule Emden-Leer. Die haben sich mit der Entwicklung und 3D-Druck eines Solartrackers auseinandergesetzt, um beim Solarbootrennen die optimale Position von PV-Fläche zur Sonne einzustellen. Klasse, herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt Christian Muro, Peter, Imke Hattermann, Jannis Blum, Lars Wilken, Malte Leubner, Rieke Zuter, kommt mal bitte alle auf die Bühne. Ihr habt Erklärvideos erstellt für eure Schule zur Fahrradpflege, Reparatur und Ergonomie. Herzlichen Glückwunsch. Und ein Thema, das wir heute Abend auch schon hatten, ich möchte jetzt Luzi Richter, Dü Nügen, Frauke Heine und Nora Heikens auf die Bühne bitten. Ihr habt ein tolles Projekt umgesetzt zum Thema Stifte stiften und da ging es um das Thema Sammeln von gebrauchten Schulmaterialien für Kinder in Afrika. Und einfach das Bewusstsein auch für Nachhaltigkeit zu stärken. Das Mikro an jetzt, ja. Kommen wir jetzt zur nächsten Schule und zwar zu dem Max-Windmüller-Gymnasium in Emden. Ja, euch gilt auch unser herzlichster Glückwunsch und da gab es nämlich drei verschiedene Projekte an der Schule,
die hier schon abgebildet sind. Und zwar gab es einmal ein Projekt, da wurden Glasflaschen verkauft. Dann gab es ein Projekt, da wurden zwei Hochbeete an der Schule gebaut, sowie eine Klimastation. Und als drittes Projekt wurde auch noch ein Workshop ins Leben gerufen, bei dem es um Naturkosmetik ging. Und dafür möchten wir auch natürlich euch einmal auf die Bühne bitten. So, jetzt sieht man es auch. Zu dem Glasflaschenprojekt würden wir einmal auf die Bühne bitten, die vier Teilnehmenden Jessica Schulger, Luca Zimmer, Emma Wenzel, Annalena Flocken und Monika Stoltmann. Es sind fünf, sorry. Vielleicht noch kurz zu dem Projekt. Dabei ging es darum, dass eben das Schulleben nachhaltiger gestaltet werden sollte. Und die Glasflaschen werden jetzt am Ende zwischen 13 und 15 Euro verkauft werden. Und herzlichen Glückwunsch. Kommen wir jetzt zum zweiten Projekt an der Schule. Jetzt meine Karte nicht. Und zwar zu der Klimastation und den zwei Hochbeeten, die dort gebaut wurden. Da gab es ganz schön viele Teilnehmende, wie man hier an der Liste auch schon erkennen kann. Wenn ich einen Namen falsch ausspreche, dann tut mir das leid, aber ihr müsst jetzt trotzdem alle, die hier da sind, einmal bitte auf die Bühne kommen. Und zwar sind das Mia Bredebusch, Pia Kurzweil, Finja Thieme, Emil Arp, Gül Jaltschin, Lea Eike, Sönke Dütz, Laura Oldewurtel, Fabian Flocken, Lina Waldau, Wiebke Melles, Jannis König, Merit Kluth und Jule Bus. Auch euch herzlichen Glückwunsch und bitte einmal auf die Bühne. Bei diesem Projekt ging es darum, dass eben, wie schon gesagt, die Hochbeete gebaut wurden. Das bedarf natürlich immer einer gewissen Organisation, da muss das Ganze gebaut werden und man braucht eine bestimmte Anzahl an Leuten, damit da auch der Einsatz überhaupt gewährleistet werden kann und Unterstützung natürlich auch. Und ihr dürft einmal fürs Foto lächeln. Herzlichen Glückwunsch! Und last but not least gab es an dem Max-Windmüller-Gymnasium noch ein drittes Projekt, und zwar der Workshop zur Naturkosmetik. Da gab es auch einige Teilnehmende, die ich jetzt auch einmal alle auf die Bühne bitte, und zwar Caroline Blank, Nesaja Bolinius, Jule Bredebusch, Marje Dumsdorf, Merit Kluß, Ilma Masowik, Johanna Pankratius, Marlin Rehage, Jente Paulusmar, Luca Schierdewan, Silas Tempel, Luisa Tren, Koba Uben, Lara Wichert und Duigu Jaltschin. Bitte einmal auf die Bühne kommen. Das Thema ja. Birte sagte gerade, das Thema Naturkosmetik scheint zu begeistern, weil so viele sich dafür engagiert haben. Bei dem Workshop ging es übrigens darum, dass zuerst die Nachteile der herkömmlichen Kosmetik einmal aufgezeigt werden und dass dann darüber informiert wird, welche schädlichen Inhaltsstoffe denn sich in unserer Kosmetik eben alltäglich befindet und woran man letztendlich dann gute Kosmetik erkennen kann, nämlich anhand von bestimmter Siegel beispielsweise. Und letztendlich sollte in dem Workshop auch eigene Naturkosmetik hergestellt werden. Habt ihr super gemacht, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war's. Du darfst. Als nächste Schule darf ich das JAG oder die Schülerinnen und Schüler des JAGs auf die Bühne bitten. Das ist Flerjon Bufay, Annika Lindenau, Jan Kohls und Wiebke Tutja. Diese Gruppe hat sich mit einer Nachhaltigkeitsrallye beschäftigt. Die haben sich nämlich gedacht, am JAG haben wir schon viele nachhaltige Dinge umgesetzt und das reicht von einer Station, also einige Stationen, von einer Lösung für Energie über die Mensa und verschiedene Gerichte dort bis hin zu eigener Tierhaltung. Ihr habt Bienen, Hühner sind mir ganz im Herzen geblieben, das durfte ich nämlich streicheln.
Und Kaninchen habt ihr auch. Genau, die Frage bei euch war, kennt eigentlich jeder, was ihr an nachhaltigen Dingen schon habt an der Schule, und weiß auch jeder, was daran eigentlich nachhaltig ist oder was das Ursprungsproblem dieser Maßnahme war? Genau, und die Lösung darauf ist eure Nachhaltigkeitsrallye, und vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, wann ihr das umsetzt. Dann dürfen Selina und ich nämlich auch vorbeikommen. Beim JRG möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich für die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit den Lehrkräften bedanken. Das hat uns nämlich sehr viel Spaß gemacht. Wir durften im Rahmen der Möglichkeiten auch vor Ort sein und haben eine Schulhofführung bekommen. Wie gesagt, die Hühner sind mir ganz im Herzen geblieben. Danke dafür, und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ja. Wir kommen gerne wieder an eure Schulen, an ihre Schulen, liebe Lehrkräfte. Und ich möchte jetzt noch die Schülerinnen und Schüler des Uwe-Emilius-Gymnasiums aus Leer nacheinander auf die Bühne bitten. Und ich muss mich entschuldigen, ich war gerade etwas zu schnell, denn das Projekt Stifte stiften, das ich dem Ulrichs-Gymnasium zugeordnet hatte, das gehört natürlich zum Uwe-Emilius-Gymnasium. Gymnasium Leer. Also da war ich etwas zu schnell. Ja, und ihr habt auch eine Fahrradwerkstatt und einen Fahrradverleih an eurer Schule installiert und dafür verantwortlich waren Leon Brandt, Nick Even und Timo Seiwald. Kommt bitte mal auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle, falls irgendetwas schiefgegangen sein sollte mit dem ein oder anderen Zertifikat oder falls wir was verwechselt haben sollten, gerne im Nachgang zu uns kommen. Wir machen das wieder gut. Okay, dann habt ihr noch euch mit dem Thema Schülermüllabfuhr auseinandergesetzt, wo ihr auch eine Kooperation mit der Abfallwirtschaft anstrebt, wo es euch um das Thema Mülltrennung, Müllvermeidung und das Thema verbessertes Müllbewusstsein an eurer Schule geht. Und dazu möchte ich gerne mal Alina Nehus, Julia Fröbig, Janis Fischer und Annalena Apfel auf die Bühne bitten. Herzlichen Glückwunsch. Und das letzte Projekt für heute Abend vom Uwe-Emilius-Gymnasium, das grüne Klassenzimmer und das Insektenhotel. Auch total spannend. Und Sie können sich übrigens die ganzen Projekte auch vorne an den Schautafeln im Nachgang noch ansehen und sich tiefergreifend darüber informieren. Und dafür möchte ich gerne Jannike Düselda, Malte Gerdes, Natke Bülte und Inken Brinkener auf die Bühne bitten. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Welches denn? Welches denn? Ein Team fehlt noch, sagt Dana mir gerade, vom Uwe-Emilius-Gymnasium. Ich glaube, das Thema, ihr wart in dem Projekt Stifte stiften und habt, glaube ich, die falschen Zertifikate bekommen. Kommt doch einfach mal nach vorne. Wir tauschen das mal ganz unauffällig aus. Es ist jetzt keinem aufgefallen. Okay. Ach so. Genau, bei Veranstaltungen herzlichen Glückwunsch. Ihr seid das mit den Stifte-Stiften. Und bei Veranstaltungen, habe ich mir sagen lassen, muss es auch immer kleine Pannen geben, damit es eine gelingende Veranstaltung wird. Jetzt fehlt uns allerdings noch ein Team vom Ulrichs-Gymnasium in Norden. Das Team von Marie Poppinger und Anna Konken. Ihr, okay, ihr wart schon auf der Bühne, ihr bekommt die Zertifikate noch. Haben wir noch ein Projekt vergessen? Ja.
baut es, dann kommt nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Auch ihr habt ein Insektenhotel gebaut am Ulrichsgymnasium Norden. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für euch. Und mögt ihr diese Zertifikate auch noch mitnehmen? Dann sind wir vollständig. Wunderbar. Ja, und außer den vier genannten Gymnasien haben sich auch noch vereinzelt Schülerinnen und Schüler vom Niedersächsischen Internatsgymnasium aus Esens beteiligt, vom Ulricianum aus Aurich und vom Franziskus-Gymnasium in Lingen. Und die haben dann nachgewiesen, dass sie sich eben schon sehr lange für nachhaltige Projekte engagieren, aber kein konkretes Projekt an ihrer Schule umgesetzt. Aber das möchten wir auch gerne besonders würdigen. Die Schülerinnen können heute Abend nicht hier sein, aber die bekommen Selbstverständlichkeit ihr Nachhaltigkeitszertifikat von uns zugesendet. Ja, jetzt befinden wir uns schon am Abschluss, am Ende dieses Abends, und wir möchten ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch als Schülerinnen und Schüler aussprechen. Ihr habt total engagiert mitgearbeitet, und das hat unseren wissenschaftlichen Alltag an der Hochschule auch sehr inspiriert. Und wir hoffen, dass wir mit vielen weiteren Schülerinnen und Schülern im nächsten Jahr weiter aktiv an den Themen an euren Schulen weiterarbeiten können, dass unsere Umweltbotschafterinnen und Umweltbotschafter zu uns an die Schulen kommen können. Und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Lehrkräfte, die das sehr aktiv unterstützt haben und mit denen wir in einem ganz intensiven Austausch sind, was wirklich sehr viel Spaß macht. Dankeschön auch an unsere Studierenden, die sich als Umweltbotschafterinnen und Umweltbotschafter bereit erklären, an die Schulen vor Ort zu gehen und mit den Schülerinnen und Schülern eben diese Projekte umsetzen. Und auch Dankeschön an alle Mitarbeitenden der Hochschule, an unsere Lehrenden an der Hochschule, die mit sehr viel Engagement mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch gehen, sie teilweise mit in Projekte nehmen, mit in Lehrveranstaltungen nehmen. Und das ist wirklich ganz toll. Jetzt möchte ich mit einem Zitat enden. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten können mit vielen kleinen Schritten das Gesicht der Welt verändern. Das ist ein afrikanisches Sprichwort, und ich finde das sehr passend in Bezug auf eure Projekte an den Schulen. Habt ihr gezeigt, dass wir alle bei uns selbst anfangen können, dass wir es schaffen können, wenn wir vor Ort aktiv werden, auch mit kleinen Initiativen, mit kleinen Projekten, dass wir ein Stück weit dazu beitragen können, das Gesicht dieser Welt zu verändern. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Wir freuen uns, wenn Sie jetzt noch ein wenig bleiben und sich auch dort drüben noch die Posterpräsentationen ansehen und sich noch näher über die Projekte informieren. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Nein, so einfach geht das nicht. Nicht, dass ich das letzte Wort haben muss unbedingt, aber du hast dich jetzt, liebe Birte, bei vielen Menschen bedankt, und ich möchte natürlich jetzt, also hier stehen noch drei, da haben wir uns jetzt noch nicht bedankt. Also herzliches Dankeschön an euch, an Sie und an alle, die heute Abend mitgewirkt haben. Und ich glaube, das ist ein, du hast eben gesagt, hier mit den Pannen, die müssen passieren. Es war einfach, es war authentisch, es war total klasse, und ich möchte mich also wirklich jetzt als Präsident der Hochschule bei euch bedanken. Auch bei dir, Anna, du sitzt da hinten so ein bisschen weiter zurück. Also wirklich, bitte mal einmal aufstehen. Ganz tolle Sache, und ich glaube, wir haben ein ganz tolles Format gefunden, und ihr habt es einfach super gemacht. Und auch nochmal danke an Herrn von Weizsäcker natürlich.
sagen, dann läuten wir jetzt das offene Ende ein. Ganz herzlichen Dank.